Hallo und herzlich willkommen bei Hausfrauenküche. Heute zeige ich euch ein Rezept für schnelle Nussstangerl aus Blätterteig. Zuerst solltet ihr den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Dann mixt ihr Kakao, Vanille, Zucker, Nüsse und Milch für ca. 15 Sekunden. Anschließend rollt ihr den Blätterteig aus. Wie man hier gut sehen kann, ist mein Blätterteig leider noch etwas zu kalt, aber das macht gar nichts, weil die Nussstangen werden eingedreht. Schneidet die eine Hälfte des Blätterteigs in Streifen und auf der anderen Hälfte verteilt ihr die Nussmasse. Dann legt ihr die Streifen über die Nussmasse und schneidet den Blätterteig noch einmal. Die kleinen Stangerl nun leicht eindrehen und bei 200 Grad Ober-Unterhitze ca. für 15 bis 20 Minuten backen. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt mir auch ruhig in die Kommentare, ob es euch geschmeckt hat. Bis bald, eure Hausfrauenküche.